die uns schon sehr, sehr gut mit hineingenommen hat in das, was wir uns heute anschauen wollen, in das Evangelium, in die Heiligung. Und ich möchte jetzt mit euch eine Seite des Evangeliums anschauen. Und wir haben schon gehört, das Evangelium kann man auf einen Namen runterbrechen, auf Jesus Christus. Und es geht um die seelsorgerliche Seite des Evangeliums. Und ich würde es einfach tatsächlich, ohne jetzt große Abhandlungen über Seelsorge zu machen und was es heißt, einfach auf diesen Begriff runterbrechen, auf Seelsorge. Das heißt, da gibt es jemand, der sich um deine Seele sorgt. Da gibt es jemand, der sich um dein Herz sorgt, der sich Gedanken macht über dich, über deine Seele, über dein Innenleben, auch über dein Verhalten, aber noch viel wichtiger, eine viel tiefere Ebene, diese Seelen- oder Herzensebene, wie man es auch bezeichnen möchte. Da denkt jemand dran, da kümmert sich jemand drum, da sorgt sich jemand drum und da ist jemand dran an uns. Und wir haben schon eben gehört, es geht um Jesus selber, das heißt, Jesus ist unser Seelsorger sozusagen. Und ich möchte da gerne einen Fokus auf drei Namen von Jesus legen oder drei Charaktereigenschaften, wie er uns begegnet in der Bibel. Und das ist Jesus, unser Bruder, Jesus, unser Hirte und Jesus, unser Freund. Und bei dieser Seelsorge heute will ich so einen Fokus legen auf, vielleicht kann man das sagen, auf zwei Bereiche. Zum einen auf den Bereich des Leids und zum anderen der Bereich der Sünde und dein Kampf gegen die Sünde vielleicht. Das heißt, ich will versuchen, dir nahezubringen, was es bedeutet, dass Jesus als Bruder, als Hirte und als Freund dir in deinem Leid beisteht und wie er dir im Kampf gegen Sünde zum Beispiel hilft. Und da hängt es dein Verständnis von Jesus ganz eng zusammen damit. Wer Jesus ist für dich und wie er für dich auftritt. Das heißt, entweder bist du jetzt gerade in einem Tal zum Beispiel, in einem Leidenstal, oder du hast ganz besonders mit einer Sünde zu kämpfen, dann hoffe ich umso mehr, dass alles, was du jetzt hörst, etwas ganz Persönliches für dich wird und vielleicht deine Sicht ein bisschen mehr aufmacht für diesen Jesus. Oder aber in deinem Leben gibt es einen Menschen um dich herum, der dir sehr wichtig ist und zu dem du Zugang hast und der genau das bräuchte. Es ist wichtig, wenn man sowas hört, das ist bei Predigten so, bei Vorträgen so, dass man nicht immer sofort an andere denkt. Das ist ganz oft im Gottesdienst. Ne? Oh, wenn der heute da wäre, der hätte es jetzt gebraucht, was man hier hören müsste. Es ist wichtig, aber bitte fang heute bei dir an und trotzdem gleichzeitig zu überlegen, wo gibt es jemand in meinem Leben, der muss diese Seite von Jesus ganz dringend kennenlernen. Und deswegen sauge ich jetzt viel auf, denn ich will es verstehen und ich will es an andere weitergeben. Wir möchten starten mit Jesus, unserem Bruder. Jesus, unserem Bruder. Jetzt muss ich ganz kurz hier technisch noch eine Frage stellen an die Techniker. Bei mir geht es hier nicht weiter, während ich weiterklicke. Wisst ihr, woran das liegt? Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich sehe hier nur so einen roten Laserpoint. Mal kriege ich den. Warte mal. Bei mir geht es nämlich nicht weiter am Laptop. Ihr seht vorne, gell? Sonst probiere ich es einfach so. Ich sehe ja da, was da passiert. Ich möchte mit euch die erste Frage anschauen. Und die erste Frage lautet: Wie lautet die erste Botschaft an die Jünger von Jesus, als Jesus auferstanden ist? Als Jesus den Tod besiegt hat und auferstanden ist an Ostermorgen, da ist er einer Frau begegnet, der Maria Magdalena. Und der Maria Magdalena, die dachte zuerst, er wäre der Gärtner. Und dann spricht er sie an und sie begreift so langsam, wer er wirklich ist und dass es Jesus ist. Und was sagt Jesus jetzt, nachdem er auferstanden ist, mit einem Körper, den er im Himmel haben wird, mit einem Herzen, das er auch im Himmel haben wird, zu oder über die Menschen, die ihn ein paar Tage vorher, drei Tage vorher, alle verlassen haben, in dem Moment, wo er die besten Freunde gebraucht hätte? In dem Moment, wo er seine Familie gebraucht hätte, denn an einer Stelle sagt Jesus mal, wer ist meine Familie? Sind das meine Brüder und Schwestern? Ist das Maria? Nein, meine Familie sind die Menschen, die meinen Willen tun. Das heißt, er spricht über die Jünger und sagt, ihr seid meine Familie. Aber das sagt er, bevor diese Familie ihn komplett im Stich gelassen hat. Und nicht da war, als sie ihn gebraucht hätten, als er sie gebraucht hätte. So, jetzt steht Jesus auf, jetzt lebt er wieder. Und sagt Folgendes in Johannes 20, Vers 17. Er sagt, geht zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott
und euren Gott. Das heißt, er spricht über seine Familie und sagt, das sind meine Brüder. Ihr seid immer noch meine Brüder. Ihr seid immer noch meine Familie. Und ich habe eine Botschaft an euch. Die Botschaft ist, ich werde wieder gehen, wieder weggehen. Ich werde zu meinem Gott gehen. Ach ja, aber das ist nicht nur mein Gott, das ist auch dein Gott. Es ist euer Gott. Ich werde zu meinem Vater gehen, aber ach ja, er ist auch euer Vater. Wir sind immer noch eine Familie. Geht zu meinen Brüdern und sag ihnen genau das. Das ist die Botschaft, die ihr mitnehmen sollt. Nach allem, was passiert ist, sind diese Jünger immer noch meine Brüder. Und es gibt eine schöne Stelle in Hebräer 2, die dürft ihr auch gerne aufschlagen. Hebräer 2, Vers 11. Ich würde aber gerne kurz Vers 10 noch mit hineinnehmen. Und ich würde bitten, können wir ganz kurz vielleicht doch noch mal kurz ausstecken, weil mich verwirrt das hier komplett gerade. Ich habe hier alles durcheinander, tut mir sehr leid. Aber ihr habt Zeit, Hebräer aufzuschlagen. Das ist eine gute Möglichkeit, um kurz damit auf einem Stand zu sein. Vielleicht sollen wir es noch kurz ausstecken. Ich kann auch kurz zeigen, was hier passiert. Hier geht es nämlich nicht weiter. Und es hat es ein bisschen durcheinander geworfen. Wir machen aber einfach weiter. Wir lassen uns nicht davon beirren. Hebräer 2, die Verse 10 und 11. Ich will gleich einen Fokus auf Vers 11 werfen, aber mit Vers 10 würde ich gerne anfangen. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist. Kurz Pause, das ist Gott. Durch Gott ist alles und ihm war etwas angemessen, also entsprechend. Was war es? Dass durch den alles ist, also durch Gott, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Das ist ein bisschen verworren, Schritt für Schritt. Gottes Ziel, durch den alles ist, ist, dass er viele Kinder Gottes zur Herrlichkeit führte. Die Herrlichkeit, die vor Gott angenehm ist. Wir haben das vorhin gehört. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit. Und Gottes Gedanke jetzt ist, dass er Menschen zu seinen Kindern macht, zu Söhne und Töchter, um sie zu dieser Herrlichkeit zu führen. Und das tut er durch den einen, der gelitten hat, damit das alles funktioniert. Und das ist, was hier in Vers 10 steht. Den Urheber ihres Heils. Ich danke dir sehr. Vielen Dank. Den Urheber ihres Heils. Das finde ich hier so eine schöne Beschreibung. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht, aber hier ist Jesus gemeint, der Urheber ist für deine Rettung. Auch das haben wir alles im ersten Vortrag gehört. Und hier zusammengeknüpft heißt es dann in Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Und aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Da hat nur einer gelitten, nicht alle haben gelitten, einer hat gelitten für die ganzen Menschen, für die Kinder Gottes. Und jetzt werden sie zu Kindern Gottes gemacht und Gott heiligt uns. Und deswegen schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, weil er für sie gelitten hat, um sie zur Familie zu machen. Und so wird Jesus zum Bruder für dich und du bist Bruder, Schwester von Jesus. Eine Familie, einer leidet für alle, um eine Familie Gottes draus zu machen. Und ich finde es so schön, wenn wir im Neuen Testament unterwegs sind und dann Bezüge zum Alten Testament entdecken, Geschichten aus dem Alten Testament entdecken, die super schön für sich stehen. Aber wenn du da mal begreifst, was im Alten Testament eigentlich auf Jesus uns schon irgendwie hinweist, ich verspreche dir, da geht viel in dir auf. Es gibt ein Fach hier am BSK, da heißt es Jesus im Alten Testament. Das ist das Fach. Da geht es einfach um Jesus im Alten Testament. Es erfüllt einen mit großer Freude. Und ich will dir eine Stelle zeigen aus dem Alten Testament, die uns da so ein bisschen mit hineinnimmt in dieses Brüder und immer noch Brüder sein, immer noch Geschwister sein. Und das lesen wir in 1. Mose 45, Vers 4. Auch die Geschichte dürfte vielen von euch bekannt sein. Ich will euch ganz kurz mit hineinnehmen. Da war der Josef, da war der Bruder, da waren andere Brüder, die haben ihn gehasst, die waren eifersüchtig, die haben ihn in einen Brunnen geworfen, er wurde verkauft. Er war auf dem Tiefpunkt seines Lebens. Es ist die beste Story für einen richtig guten Film. Und sie ist wirklich so passiert. Und jetzt kennt ihr den Aufstieg von Josef wieder. Er kam aus dem Gefängnis raus und er wurde nach dem Pharao der mächtigste Mann in Ägypten. Und jetzt sind die Brüder da, alle da. Und Josef hat nicht nur wahrscheinlich, wäre zu Recht wütend auf seine Brüder und könnte das irgendwie ausleben, er hat sogar die Macht, diese Brüder zu bestrafen und er bräuchte nicht mal einen Grund dafür, obwohl er genug Grund hätte. Und jetzt gibt es sich seinen Brüdern zu erkennen. Das ist total spannend, wenn ihr mal 1. Mose 45 anguckt.
Da heißt es, er lässt alle aus dem Raum gehen, also alle Ägypter. Er war nur mit seinen Brüdern allein da. Und dann heißt es in Vers 2, er weinte laut, sodass das ganze Haus des Pharaos es hörte. Weiß nicht, wann du zuletzt so laut geweint hast, dass alle aus deiner Familie wussten, dass irgendwas los ist. Normalerweise versuchen wir es irgendwie zu verbergen und man sieht vielleicht noch geschwollene Augen so. Aber der hat so laut geweint, dass alle Räume um diesen Raum herum, dass die Ägypter das gehört haben und sich gewundert haben, warum weint unser Herrscher im Nebenzimmer? Und jetzt begegnet er seinen Brüdern und dann heißt es in Vers 2, die Pharao, die Leute haben das gehört, und dann in Vers 3, Josef spricht zu seinen Brüdern und sagt, ich bin Josef. Und meine erste Frage, wie geht's meinem Vater? Lebt er noch? Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und ihr könnt lesen, Vers 3, die Brüder, die konnten nichts darauf antworten. Die waren so perplex, die haben nicht damit gerechnet. Sie dachten, er wäre schon längst tot. Und jetzt steht er da und herrscht über sie. Er hat sogar ihr Leben in der Hand. Ihr kennt die Geschichte mit der Hungersnot. Er hat in der Hand, wie es ihnen geht. Und jetzt ist es der Bruder. Sie können in Vers 3 nichts antworten. Sprachlos. Und jetzt heißt es so schön in Vers 4. Josef sagt zu seinen Brüdern, er merkt, okay, gut, ich muss ein bisschen langsamer anfangen. Ich steige hier schon gleich mit dem Vater ein. Die haben gerade gecheckt, dass ich das bin. Okay, und deswegen sagt er in Vers 4, kommt näher zu mir. Kommt näher zu mir. Komm, wir machen das jetzt ganz persönlich. Ihr seid so weit weg von mir, ihr seid total perplex. Kommt ein bisschen näher zu mir, Vers 4. Und als sie näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef und ich bin euer Bruder. Ich bin euer Bruder. Ich bin nicht euer Herrscher, das auch. Ich herrsche hier über euch und ich könnte euch jetzt in den Tod schicken. Aber ich bin immer noch euer Bruder. Und was habt ihr gemacht? Was sagt er in Vers 4? Den ihr nach Ägypten verkauft habt. Das heißt, Josef erinnert sie dran und sagt, es hat sich nichts verändert. Ich bin immer noch Familie für euch, aber ich will euch kurz erinnern, was ihr gemacht habt. Ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Und er hat alles Recht, sie daran zu erinnern. Okay, und jetzt will ich ein bisschen den Blick auf Jesus werfen und euch zeigen, dass Jesus noch etwas cooler als Josef ist. Was macht Jesus nicht? Jesus sagt nicht, geh zu meinen Brüdern, die mich verlassen haben, als ich an dieser Stelle war. Er sagt nicht, als er bei seinen Jüngern war, hey, wir sind noch Familie, aber könnt ihr euch noch an das erinnern, was ihr getan habt, als ich euch gebraucht hätte? Das macht er nicht. Jesus ist irgendwie anders. Er lässt diesen Teil weg und dann sind da Menschen, wie wir es im ersten Teil gehört haben, arme Sünder, die verstanden haben, dass sie vor Gott nichts als Gericht verdient hätten. Und sie kommen vor Jesus und sie haben Angst, wie wird Jesus mir begegnen? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ob du jemals an dem Punkt warst, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, wie ich ihm überhaupt in die Augen blicken kann, wenn er wiederkommt. Wenn die Bibel mir sagt, wie ich bin und wie er ist, funktioniert das doch gar nicht. Und jetzt lässt Jesus diesen Teil weg und sagt, ich bin nicht derjenige, der dir das nochmal vor Augen führen wird. Ich bin dein Bruder. Wir sind es immer noch Familie. Und alle, die in Christus sind, auf die ist keine Verdammnis mehr, Römer 8, Vers 1. Und in Micha 7 heißt es nicht nur, dass Gott unsere Sünden ins Meer wirft, es heißt, er wird nicht mehr dran denken. Das ist für uns ganz schwer vorstellbar, denn wir erinnern uns an die Dinge, die uns angetan werden. Wir können vergeben. Mein Bruder ist immer noch mein Bruder. Aber richtig loszuwerden, was mir angetan wurde, ist nicht so einfach. Und Jesus sagt, vergessen. Ich begegne dir und ich werde dir nicht sagen, dass du mich nach Ägypten verkauft hast. Wir sind Brüder. Wir sind Geschwister. Und da ist schon irgendwie dieser große Unterschied zwischen ihm und uns. Da waren Schmerzen in der Vergangenheit zwischen Jesus und mir. Aber für ihn liegt der Fokus auf die Freude. Das finde ich ja so spannend. Erinnert euch an das, was Jesus da gesagt hat. Ne? Er hat gesagt, sag meinen Brüdern, ich gehe zum Vater, ich gehe zu unserem Gott. Das heißt, seine Freude mit dir liegt in der Zukunft, in der ewigen Zukunft und Gemeinschaft. Sein Fokus liegt nicht auf die Schmerzen, die es ihm gebracht haben. Es ist wie wenn eine Frau ein Kind bekommt. Wenn das Kind auf den Armen der Mutter ist, dann ist die Freude übergroß und die Schmerzen sind vergessen. Das sage ich jetzt sehr leicht. Meine Frau hatte wirklich Schmerzen. Aber ich weiß, wie es ihr ging, als unser Kind auf ihren Armen war. Und Jesus sagt, meine Freude mit dir liegt in der Zukunft. Ich halte dir nicht mehr vor, dass du mich verkauft hast. Ich halte euch Jünger nicht mehr vor, dass ihr alle wie Hasenfüße davongerannt seid. Du bist mein Bruder. Ich bin dein Bruder. Du bist meine Schwester, sagt Jesus.
Und das Coole ist, dass Jesus und Josef, und da haben wir wieder einen Vergleich, dass Jesus und Josef beide wieder was verbindet. Denn in Vers 8, wenn man ein bisschen weiter liest, da heißt es, und nun, sagt Josef, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Das ist auch eine interessante Redewendung, oder wie er das hier gebraucht, wie er das erklärt. Für mich ist absolut klar, dass sie ihn dahin verkauft haben. Das wäre jetzt ein Thema für sich, aber er sagt, nein, Gott hat seine Hand dahinter gehabt. Es ist alles gut. Dadurch, dass ihr mich da reingeschmissen habt, kann ich euch alle versorgen jetzt. Okay, er sagt, Gott hat mich hierher gebracht, er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher für das ganze Land Ägypten. Das heißt, Josef ist verschiedene Dinge gleichzeitig. Und erinnert euch, dass seine erste Frage war, lebt mein Vater noch? Das heißt, Josef sagt drei Dinge in diesen Versen. Er sagt, ich bin Sohn, ich bin Bruder und ich bin Herrscher. Alles gleichzeitig. Und ich versorge euch. Und wenn es auf Josef zutrifft, wie viel mehr auf Jesus, wenn wir wissen, Jesus sitzt zu Rechten Gottes und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus ist Sohn Gottes, Jesus ist Bruder von dir und er ist Herrscher über allem, alles gleichzeitig. Und er liebt dich. Und das ist die gewaltige Botschaft dahinter, dass er all das ist und immer noch derselbe ist. Das heißt, sein Herz für dich jetzt im Moment ist dasselbe Herz, das er damals hatte, als er für dich starb und als er für dich auferstanden ist. Er hat sich nicht verändert. Er ist der gleiche in aller Ewigkeit. Was macht das mit dir? Wo wird es jetzt seelsorgerlich für dich und diese Sorge um deine Seele? Wo wird es jetzt ganz persönlich, wo du vielleicht den Eindruck hattest, mit dieser Sache kann ich ihm nicht wieder gegenübertreten? Und Jesus sagt, ich bin alles zur gleichen Zeit und ich bin es immer noch. Und das ist so schön, dass und damit will ich jetzt schließen, meinem ersten Punkt mit dem Bruder, dass diese Beziehungsgeflechte, Vater, Bruder, all das, das sind alles nur Vorbilder auf Jesus. Wir erleben so viele Beziehungen, aber wir erleben Beziehungen, die kaputt gehen. Wir erleben Beziehungen, die von Sünde geprägt sind. Ich zeige damit nicht auf meine Frau oder meine anderen, ich zeige da zuerst auf mich. Die Beziehungen, die ich habe, sind alle von Sünde geprägt, weil ich in den Beziehungen bin. Es ist der einfache Grund, wenn du in eine Gemeinde kommst, dann sei dir sicher, die Gemeinde hat einen Sünder mehr, dich. Das ist ein bisschen vernichtend, aber es ist wichtig, um das zuerst zu verstehen. Und jetzt sagt Jesus, in all diesen Beziehungsgeflechten bin ich der Beste für dich. Es ist so schön, in Hohelied 5, Vers 1, ich bin ein bisschen vorsichtig im Hohelied, muss ich zugeben, aber wenn man das Hohelied ein bisschen auf Jesus und die Gemeinde anwenden dürfte, dann sagt der Schreiber in Hohelied 5, Vers 1, sagt, meine Braut, meine Schwester, zur gleichen Person. Meine Braut, meine Schwester. So spricht Jesus über seine Gemeinde, über seine Kinder. Meine Braut, ihr kennt das Bild, Braut, Bräutigam, meine Schwester, mein Bruder. Irgendwie erfüllen sich alle Beziehungen perfekt in Jesus. Und daran ändert sich nichts und daran ändert auch deine Sünde nichts. Kinder Gottes sind Brüder und Schwestern von Jesus. Und das ist eine sehr, sehr schöne und gute Botschaft für dich und für mich. Das ist Jesus, unser Bruder. Zweitens, Jesus, unser Hirte. Wenn wir über den Hirten nachdenken, das ist ein Bild, das in der Bibel ganz oft benutzt wird. Auf Gott, auf Jesus. Und da gibt es verschiedene Bibelstellen. Und die bekannteste, neben denen, wo Jesus in Johannes 10 sagt, ich bin der gute Hirte, ist definitiv Psalm 23. Es ist interessant, dass Psalm 23 ein Psalm ist, der zum Beispiel ganz, ganz oft auf Beerdigungen gelesen wird. Vor allem Vers 4, mit dem wir uns gleich beschäftigen. Obwohl Psalm 23 mehr vom Leben als vom Tod spricht. Es ist voller Leben und es ist wunderschön. Und ich will mit euch, wenn es um Seelsorge geht, einen Fokus auf einen Teil von Psalm 23 lesen. Wir haben Jesus gerade als Bruder kennengelernt und jetzt wird er uns als Hirte vor Augen gemalt. Und ich will euch ein paar Facetten weitergeben zu einem Psalm, den ihr wahrscheinlich vielleicht sogar auswendig könnt und in- und auswendig könnt. Aber vielleicht gibt es ein, zwei Gedanken, die euch da ein bisschen erfrischen an diesem Punkt. Wie wird Jesus zum Hirten für dich und wie sieht das dann auch praktisch aus? Wie erlebst du das? Und da müssen wir uns halt doch irgendwie, auch wenn ich gerade gesagt habe, es ist ein Lebenspsalm, will ich mich jetzt kurz hier mit dem Tod beschäftigen oder halt mit dem Negativen, weil es halt der Fokus ist, wo Jesus als Hirte in der Seelsorge so schön zum Tragen kommt. Und da heißt es in Vers 4a im ersten Teil, da schreibt David, das schreibt das Schaf, das schreibt das Kind Gottes, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens,
fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Wir wollen uns um dieses Tal jetzt so ein bisschen drehen. Und das Tal des Todesschattens begegnet Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und wir werden gleich sehen, hier geht es nicht unbedingt um den Tod. Hier wird es um eine Finsternis gehen. Das heißt, die Steinwände des Tals links und rechts von dir können ganz unterschiedlich gepflastert sein. Von Trauer über den Tod eines anderen Menschen. Von tiefen Depressionen, in denen du steckst. Von Glaubenszweifeln und Fragen, die sich für dich nicht gelöst haben. Und du hast das Gefühl, keiner aus der Gemeinde kann dir die richtigen Antworten geben. Von einer Schuld, mit der du schon sehr, sehr lange kämpfst. Und wo du den Eindruck hast, sie wird dich erdrücken und komplett zerstören. Von einer Beziehung, die du in deinem Leben geführt hast, die auseinandergerissen wurde. Warum auch immer. Dieses Tal des Todesschattens zeigt sich individuell und jedem unterschiedlich. Und entweder du steckst jetzt gerade mittendrin oder es wird bald einer auf dich zukommen. Oder du kennst es aus deiner Vergangenheit. Wenn ich den Altersdurchschnitt hier im Raum zusammenrechne, werden wahrscheinlich die meisten Täler noch auf uns zukommen. Um dieses Tal geht es jetzt. Und interessant ist, dass der Psalmschreiber eine Wendung macht. In den ersten drei Versen spricht er sehr passiv. Da sagt das Schaf, du führst mich, du leitest mich. Und auf einmal sagt das Schaf, ich bin im Tal. Aktiv bin ich jetzt hier. Und ich werde euch gleich zeigen, dass sich aber mit dem Führen nichts verändert hat. Auch wenn der Schreiber auf einmal sagt, nicht du führst mich ins dunkle Tal, sondern ich bin hier. Ich bin hier. Wir gucken uns das an. Was ist das Tal des Todesschattens? Die Frage, die sich stellt, ist, ob der Weg in dem Tal immer noch der richtige Weg ist. In den Versen davor, wenn ihr es auswendig im Kopf habt, habt ihr es so ein bisschen in Erinnerung. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führt mich auf der richtigen, auf der gerechten Straße. Das heißt, der Weg, auf den der Hirte mich führt, bis Vers 3, gefühlt, ist immer richtig. Da war es ja auch immer schön. Da waren zum Beispiel die grünen Auen, da war das Wasser, da war alles herrlich. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, gibt es zwischen Vers 3 und Vers 4 einen Unterschied? Also bin ich jetzt im Tal und darf ich mich zu Recht fragen, was das hier soll? Das heißt, bin ich jetzt auf dem falschen Weg, wenn ich im Tal bin? Ist das jetzt, was hier gerade passiert, ein Fehler von dem, der mich führt? Hat sich da was verändert? Ein kleiner Spoiler, zwischen Vers 3 und 4 gibt es keine Veränderung. Das ist ein fließender Übergang, genauso wie das Wasser fließend ist, zu dem du geführt wirst. Da passiert nichts anderes, als dass du immer noch als Schaf auf dem richtigen Weg bist. Das heißt, und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, wenn du im Tal des Todesschattens bist, wenn ein Kind Gottes im Tal des Todesschattens läuft, dann tut er oder sie das, weil er oder sie dahin geführt wurde. Das heißt, wenn du in diesem Tal bist, bist du dort, weil dein Hirte dich dort hingeführt hat. Es ist eine ganz wichtige Wahrheit, die leichter auszusprechen, als zu glauben ist. Davon bin ich überzeugt. Es ist nicht so, dass ich das sage und davon überzeugt bin, dass das leicht zu glauben ist. Vor allem, wenn es dann um die Praxis geht. Das heißt, wenn du im Tal des Todesschattens bist, ist der Hirte immer noch gut. Denn der Hirte von den ersten drei Versen, ich denke, wir sind uns einig, der ist sehr gut. Hat sich was am Hirten verändert? Nein. Wir hatten die Freude als Familie, die letzten 2,5 Wochen in Idaho zu verbringen, in den USA. Und wir waren zweimal im Gottesdienst von den Freunden, wo wir gewohnt haben, die uns sehr herzlich aufgenommen haben. Und ich habe mich schon sehr auf den Gottesdienst gefreut. Ich finde es immer cool, woanders auch in die Gemeinde zu gehen, Menschen kennenzulernen, andere Prediger zu hören, auch mal in einer anderen Sprache zu hören, andere Sitten und so. Da hat der Pastor vorne noch so eine Tasse noch vorne stehen. Jeder holt sich sein Coffee zum nebenher. Ist so cool. Also ich überlege, wann ich das irgendwann mal hier vorschlage. Der Pastor hat über ein Thema gesprochen, wo ich, wenn ich nicht gewusst hätte, und dazu werde ich gleich kommen, was ihn betraf in dem Moment, wo ich einfach aufgenommen hätte, wo ich es gut gefunden hätte, was er gesagt hätte, aber ich hätte es nicht so wirklich
nicht so wirklich nachempfunden, was er wirklich meint. Zwei Tage vor dem Gottesdienst, hat die Gemeinde mitbekommen und somit unsere Freunde, die die Nachricht bekommen haben, dass die 20-jährige Tochter von dem Pastor in dieser Woche Krebs diagnostiziert bekommen hat. 2 Tage vorher. Und jetzt sitzt du da und du hörst deine Gastgeber darüber reden und du weißt, 2 Tage später sitze ich unter der Predigt von diesem Mann, der das jetzt gehört hat. Und dann predigt der Pastor über die Ich-Bin-Worte von Jesus. Das ist ein Wunder, der hat alle 7 reinbekommen in eine Predigt, war schon krass. Und dann kommt er zu, ich bin der gute Hirte. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man die Predigt ganz anders hört, wenn du weißt, dass der da vorne weiß, wovon er spricht. Nämlich in dem Sinne, dass er klar gesagt hat, dass sich das nicht immer so gut anfühlt, dass Jesus immer noch gut ist. Wenn du weißt, wie es dem Papa da vorne geht und selber Kinder hast. Und dann sagt er da vorne, Jesus ist immer noch gut. Daran hat sich nichts verändert. Meine Umstände sind nicht so gut, aber der Hirte ist noch gut. Und für mich war das eine ganz, ganz andere Art und Weise, wie ich diese Predigt gehört habe. Das heißt, im Tal des Todesschattens sind wir nicht mit einem Hirten unterwegs, der keine Ahnung hat, wo wir gerade sind. Sondern wir sind mit einem Hirten unterwegs, der ganz genau weiß, was er tut. Und der immer noch gut ist. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit für dich und für mich. Dieses Tal des Todesschattens, ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, ist nicht zwingend der Tod, sondern das Tal der Finsternis beschreibt eine ganz tiefe Dunkelheit. Und wenn wir noch ein bisschen poetischen Ausdruck für diesen Tal des Todesschattens haben wollen, müssen wir in Hiob 10, 20 bis 22 reinschauen. Da wird nämlich genau das gleiche Begriff wird hier verwendet. Und ihr kennt die Geschichte von Hiob ein bisschen, er war ganz, ganz unten angelangt. Und dann sagt Hiob, mein Leben dauert nur noch wenige Tage. Also er geht schon in diesen Bereich des Todes hinein. Er höre auf und lasse von mir, dass ich ein wenig aufblicken kann, bevor ich ohne Rückkehr gehe ins Land des Dunkels. So eine Verzweiflung herrschte in seinem Herzen. Ins Land des Dunkels und der Finsternis, ins Land so düster wie die schwarze Nacht. Und jetzt wird's interessant. Ins Schattenland. Und wie definiert er das Schattenland? Das ist ein Land, wo keine Ordnung ist. Wo heller Tag ist wie die finstere Nacht. Ihr Lieben, nochmal, hier geht es nicht erstmal um den leiblichen Tod. Hier geht es um alle Tode, die du stirbst, bevor du stirbst. Verstehst du, es gibt sehr viele Menschen, die sterben ganz, ganz oft in ihrem Leben. So fühlt es sich zumindest an. Und das, was hier beschrieben wird, ist ein poetischer Ausdruck. Das ist eine Zeit, das ist eine Dunkelheit, wo nichts mehr seine Ordnung hat, wo sich in meinem Leben alles verkehrt hat. Es fühlt sich an wie Schattenland. Es fühlt sich an wie eine fremde Kälte. Und ich kam gerade aus der schönen Wärme, die ich kenne, mit meinem Hirten. Und auf einmal bin ich da, wo keine Ordnung ist und nichts passt mehr aufeinander. Und mein Leben als Christ passt auch nicht mehr zu Jesus. Und ich dachte, das gäbe es als Christ nicht mehr. Hiob beschreibt es mit diesen Worten. Und so fühlt es sich an. So fühlt es sich an. Und in diesem Tal weiß David jetzt, dass dieses Tal nicht alles ist. Vers 4 beschreibt uns ein Tal, das Teil der Reise sein kann, aber niemals das Ziel selber. Und deswegen kann David, weil er an die Souveränität Gottes glaubte und überzeugt war, dass Gott weiß, was er tut, deswegen konnte David sagen, ich werde durch das Tal hindurchgehen. Ich werde nicht in das Tal hineingehen und dann weiß ich nicht, wie das endet. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hindurchgehen werde. Und dass das nicht das Ziel meiner Reise ist. Das hängt ganz eng mit diesem Vertrauen auf Gott zusammen, der weiß, was er tut. Und jetzt sind wir wieder bei Jesus. Und bei Jesus war es nichts anderes. Dass Jesus Mensch geworden ist, das war schon eine Passion von ihm. Er sagt es an einer Stelle, da hat er echt gelitten unter dem Starrsinn der Menschen. Wo er gesagt hat, letztendlich ist das schon meine Passion, dass ihr so begrenzt seid, dass ihr das nicht versteht. Was muss es Jesus gekostet haben, als er an Weihnachten alles losgelassen hat?
Er hat mit seinen Worten, hat er am Anfang die Wasserbäche fließen lassen und auf einmal wird er Mensch, der Durst hat wie du und ich. Er hat Bäume wachsen lassen und dann hängt er am Ende an einem Baum. Was muss es ihn alles gekostet haben, durch dieses Tal hindurchzugehen? Aber er wusste die ganze Zeit eine Sache. Er wusste, ich tue das wegen der Freude, die hinterm Kreuz liegt. Das heißt, dass der Weg zum Kreuz, beginnend bei der Krippe, war die ganze Zeit Passion und war die ganze Zeit ein Durch, nicht das Ziel. Und deswegen, Dominik hat es schon gesagt, ist die Auferstehung so wichtig. Keine übertragene Auferstehung, keine geistliche, eine leibhaftige Auferstehung, die uns beweist, das Tal ist durch, nicht Ziel. Jesus hat das alles durchgemacht. Jesus ist durch das dunkelste Tal gegangen. Und wichtig ist jetzt, für ihn hat es sich nicht nur so angefühlt. Am Kreuz war er wortwörtlich in dem Tal. Das ist wichtig. Für dich wird sich das Tal immer nur so anfühlen. Und ich rede das nicht runter, bitte verstehe mich nicht falsch. Aber Dunkelheit wird für dich immer nur gefühlt sein, wenn Jesus das Licht in dir wohnt. Und das kann sein. Aber Jesus ist der Einzige, der nicht nur das gefühlt hat, sondern der wirklich dort war, damit du dort nicht mehr sein musst. Und wir sind wieder mitten im Evangelium. Und diese Seite des Evangeliums schlägt sich jetzt nieder auf alle Täler, durch die du gehst in deinem Leben. Es ist das Durch. Und das Spannende ist auch, ihr habt es im Hinterkopf, Psalm 23. Was sagt das Schaf? Was sagt David? Er sagt, und ob ich schon rannte durchs finstere Tal? Und ob ich schon gehetzt bin durch finstere Tal? Was sagt er? Wanderte. Als ich klein war, ich hoffe, ich war wirklich sehr, sehr klein, da bin ich nachts ganz oft zu meinen Eltern ins Bett gegangen. Wie gesagt, ich war bestimmt richtig jung. Ich wollte immer zu meinen Eltern ins Bett nachts, zwischen ihnen so ins Gräbele liegen. Und auf dem Weg zwischen meinem Kinderzimmer und ihrem Schlafzimmer gab es eine Tür ins Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer war es dunkel. Ich bin nie geschlendert zu meinen Eltern. Ich bin immer gerannt. Ich bin nicht gewandert an dieser dunklen Tür vorbei. Ich bin gerannt, weil ich Angst hatte vor dieser Dunkelheit. Weil ich wusste, da gibt es so eine kurze Mündung zu meinen Eltern und die ist dunkel. Und ich weiß nicht, was da im Wohnzimmer ist. Natürlich wusste ich, was da im Wohnzimmer ist. Aber als Kind weißt du ja nie, was im Dunkeln ist. Ich bin nicht gewandert, aber er sagt, ich wandere. Das heißt, wandern in einem Ort, wo man definitiv Angst hat, macht nur jemand, der keine Angst hat. Und deswegen wandert David in der Dunkelheit. Du musst mit Jesus nicht hetzen durch die Dunkelheit. Du musst nicht rennen, weil du Angst hast in der Dunkelheit, sondern du darfst wandern und wir werden gleich dazu kommen, wegen einem bestimmten Grund, darfst du auch langsam manchmal durch die Dunkelheit gehen. Und der Grund ist der Mittelpunkt vom Psalm 23. Im Hebräischen ist der Mittelpunkt vom Psalm 23, denn du bist bei mir. Das heißt, der Trost des Schafes ist nicht, dass der Hirte die Dunkelheit wegnimmt, sondern dass der Hirte anwesend ist in der Dunkelheit. Das ist der Trost des Schafes, des Kindes Gottes, weil er weiß, das ist etwas, was die ganze Zeit für mich gilt. Und das verändert sich nicht. Er ist bei mir. Das ist Zentrum des Psalms. Wir haben einige gute Abende mit unseren Freunden verbracht die letzten 2,5 Wochen und gute Gespräche geführt. Und wir hatten einen Abend, da haben wir über Gebet gesprochen. Und unsere Freundin, unsere Gastgeberin hat mal einen Satz gesagt und ich habe so eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber. Das klingt ein bisschen traurig, aber es ist für mich eine Gruppe, wo ich einfach Notizen reinmache. Und sie hat einen Satz gesagt, den habe ich mir gleich notiert, also danach dann, weil er mir so hängen geblieben ist. Und sie hat einen Satz gesagt, sie hat gesagt, every moment we live in answered prayers. Every moment we live in answered prayers. Das heißt, Kinder Gottes leben nicht eine Sekunde in einem Moment, bei dem Gebete nicht erhört wurden. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Das heißt, Gott erhört die ganze Zeit Gebete. Vielleicht sind es nicht immer die du am Morgen schon gebetet hast. Aber hast du dich mal ertappt, wie du betest? Jesus, bitte sei bei mir heute.
Jesus, bitte geh mit diesen Menschen, führe und leite sie. Bitte hört nicht auf, so zu beten. Aber wenn das stimmt, was hier steht, dann stimmt auch das, was unsere Freundin gesagt hat, dass dieses Gebet die ganze Zeit erhört wird. Das macht übrigens auch was mit meiner Dankbarkeit im Gebet. Das verändert einiges, wenn ich weiß, dass Gott die ganze Zeit am Erhören ist. Und das wird er die ganze Zeit erhören. Ich muss morgens nicht darum ringen, dass er bei mir ist. Ich will ihn besingen, dass er bei mir ist. Das ist eine Wahrheit, nicht eine Hoffnung. Das ist wichtig. Eine schon erfüllte Hoffnung, so könnte man es vielleicht sagen. Gib dir den Spruch, du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Bitte gebrauch den Spruch nie. Erstens sollst du den Tag überhaupt nicht loben, du sollst Jesus loben. Und zweitens sollst du Jesus nicht am Abend loben, sondern am Morgen loben. Lobe ihn nicht am Abend dafür, dass er bei dir war. Lobe ihn am Morgen, dass er den ganzen Tag bei dir sein wird. Und das ist das, was David hier sagt. Der Mittelpunkt ist, Jesus selbst, der Herr selbst, ist hier. Und er wird nicht mehr von mir weichen. Und das wäre noch ein weiterer Gedanke jetzt. Wer ist das, der bei mir ist? Menschen stehen mir zur Seite, Menschen, die ich liebe, stehen mir zur Seite, aber nicht immer. Sie sind nicht immer bei mir. Jeder Mensch bricht an dieser Stelle, wenn er am Traualtar irgendwas verspricht. Ich habe es auch versprochen. Ich meine es auch ernst, aber ich weiß, dass ich daneben liegen werde. So, jetzt gibt es einen, der sagt, ich bin bei dir. Wer ist das? Vers 1, zurückgehen. Psalm 23, Vers 1. Was sagt David? Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendein König ist mein Hirte. Nicht irgendein Gott ist mein Hirte, sondern der Herr. Wenn ihr bei euch in den Bibeln reinschaut und den Herrn lest, werdet ihr 4 Großbuchstaben sehen. Herr. Das heißt, hier wird der Name Jahwe genommen. Wo stellt sich Gott zum ersten Mal so vor? Exodus, 2. Mose, 1. Kapitel, am Dornbusch, bei Mose. Was passiert da mit dem Dornbusch? Ich will nicht so viel drüber sprechen, weil es gibt viele Gründe dafür, glaube ich, warum Gott einen Dornbusch genommen hat, der brannte, aber nicht verbrannte. Aber ein Grund ist folgender. Der Dornbusch brannte, aber verbrannte nicht, um Mose zu zeigen, ich bin Gott und ich brauche kein Brennfutter, um zu brennen. Ich brauche keinen Busch, der verbrennt, weil ich jetzt hier brennen will. Ich brenne, wenn ich brennen will. Klingt jetzt ein bisschen verrückt, ich will es euch kurz erklären. Jesus braucht nicht etwas, um Licht zu sein. Er ist Licht. Jesus hat Licht erschaffen, er hat die Sonne erschaffen, aber Jesus ist nicht die Sonne. Jesus hat das Feuer erschaffen und er hat sich ausgedacht, dass etwas, damit es brennen muss, dass es Brennfutter braucht. Jetzt sagt Gott aber, ich bin Feuer und wenn ich brennen will, brenne ich. Das heißt mit anderen Worten, ich bin nicht von dir abhängig. Ich bin vollumfänglich, ich bin genügsam, ich bin voll und ich fließe sogar über. Und du bist das Ergebnis von dem, was überfließt. Du bist nicht das Ergebnis von dem, was mir fehlt. Wenn Gott so wäre, wäre er nicht Gott. Nicht Gott zu sein, bedeutet, ich bin bedürftig. Das ist Gott aber nicht. So, und jetzt ist dieser Gott dein Hirte. Das heißt zwei Dinge. Er braucht keinen Hirten. Und jetzt wird es ein bisschen härter. Er braucht auch keine Schafe. Er braucht keine Schafe. Aber er will Schafe. Und er will Hirte sein. Und weil Gott nicht bedürftig ist, ganz wichtig, kannst du dich mit all deinen Bedürfnissen an ihn wenden. Weil Gott keine Bedürfnisse hat, darfst du mit allen deinen Bedürfnissen zu ihm kommen. Und deswegen sagt David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Weil ihm nichts fehlt, wird mir auch nichts fehlen. Das ist der Herr von diesem Psalm. Und das ist eine sehr gute Nachricht für dich und für mich und für die Menschen, die um dich herum leben und die dürsten nach so einem Gott, der uns nicht bräuchte, aber will. Und das macht Liebe so viel schöner. Das überragt das alles. Ein letzter kleiner Exkurs noch im Psalm 23, bevor wir das abschließen. Ist euch schon mal das aufgefallen? Psalm 23, Vers 6a. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Bisher ging es um ein Schaf, das einem Hirten folgt.
Bis Vers 6 ging es darum, dass wir als Schafe auf unseren Hirten schauen. Er läuft vor uns, er läuft neben uns, er ist überall. Jetzt im Vers 6 sagt der Schreiber, sagt David, ich schaue nach hinten und ich werde verfolgt. Auch mir folgt etwas. Was ist es? Es ist Güte und Gnade. Und es gibt viele Kommentatoren, die sagen, es gibt ein Wort in diesem Psalm, das am schwächsten übersetzt wurde. Und das ist das Wort folgen, denn eigentlich steht hier jagen. Es jagt mich, es verfolgt mich. Wir kennen das aus Psalm 34, Vers 15. Jage den Frieden nach, suche den Frieden und jage ihm nach. Das heißt, es ist ein radikaler Begriff, der hier gebraucht wird. Die Kinder Gottes werden gejagt von Güte und Gnade, die von hinten kommt. Die uns trägt, die uns hält, die uns stützt von hinten. Und wenn wir über Güte und Gnade nachdenken, werden wir ganz schnell merken, dass das letztendlich etwas ist, was Gott selber ist. Denn Gott ist voller Güte und Gnade und Wahrheit und Liebe. Das heißt nichts anderes, dass der Hirte selbst, der dich führt, der bei dir ist, dass er dich verfolgt. Und wenn du nach hinten schaust deines Lebens, dann wirst du die Täler sehen. Und du wirst sehen, Gnade und Liebe haben dich die ganze Zeit verfolgt. Da gab es keine Aussetzer. Jesus war niemals im Tal und hat sich gefragt, wie kommen wir jetzt hier raus? Jesus war immer voller Gnade und Liebe. Und er hat dich getrieben und verfolgt. Er hat sich an dich geheftet. Jesus schickt nicht Gnade und Liebe zu dir. Ja, ich sende Liebe zu Simon, damit er das irgendwie hat. Jesus kommt selber durch Jesus auf die Welt. Gott kommt durch Jesus auf die Welt. Und er selber jagt uns mit Gnade und Liebe. Das klebt an dir. In diesen zwei Gottesdiensten in Idaho, die haben einen riesen Kinderservice. Das sind sehr, sehr viele Kinder. Und da haben wir unseren Aaron hingebracht, der ist jetzt 4. Und wenn du da hinkommst, wo die ganzen Kinder sind, musst du dich anmelden. Und da wird dann dein Name, also von dem Kind, das Name in eine Maschine eingetippt und der Name von dem, der für dich verantwortlich ist, also Mama oder Papa. Und dann spuckt die Maschine einen Sticker aus, wo das draufsteht, und dann wird der Sticker auf den Rücken vom Kind geklatscht. Das ist richtig witzig, überall laufen Kinder mit Sticker rum, hinten auf dem Rücken. Und du weißt, wie die Kinder heißen, damit da nicht keine Verwirrung geschieht. Wenn irgendwas ist, wissen sie sofort, guck mal, wie heißt du? Ah, okay, du bist der Aaron, das sind deine Eltern, die holen wir jetzt, wenn was ist. Wäre auch mal interessant, wenn man viele Kinder im Kinderservice hat. Und wir haben das gesehen dann beim ersten Tag, und als ich es gesehen habe, dachte ich so, das ist so etwas, ich war ja im Gedanken schon die ganze Zeit am Bibelstudientag natürlich in der Zeit, und ich dachte so, das ist das, wo David sagt, Güte und Gnade werden mich verfolgen. Auf dem Rücken des Kindes steht sein Name, wer er ist, und der Name des Vaters oder der Mutter. Die Person, die dieses Kind liebt, und dieses Ding klebt am Rücken und verfolgt das Kind und es heftet an dem Kind und kann es gar nicht loswerden da hinten. Und jetzt sagt David, das klatsche ich an deinen Rücken, das bist du. Das ist die Identität in mir, du bist mein Kind und mein Name ist auch drauf. Und du kriegst mich so schnell nicht los. Und es kann sich so anfühlen, dass du es losbekommen hast, aber es wird niemals so sein. Und so läufst du rum. Mit seinem Namen auf dir. Denn er ist dein Hirte. Und er wird nicht gehen. Das ist der gute Hirte. David Gibson, damit schließe ich beim Hirten, hat Folgendes gesagt. Die Reise ist lang. Und deshalb brauchen wir einen Hirten. Die Reise ist gefährlich. Also brauchen wir einen Begleiter. Und die Reise ist ermüdend. Also brauchen wir einen Gastgeber. Hirte, Begleiter, Gastgeber werdet ihr alle im Psalm 23 finden. Aber die Reise hatte immer ein Endziel vor Augen. Und das ist die Rückkehr in das Haus des Herrn. Deswegen haben wir diese Nachricht aus Psalm 23, weil wir für die Reise genau diesen Hirten brauchen. Und das Endziel des Haus des Herrn ist dein Endziel. Und das brauchst du ganz besonders dann, wenn du im Tal des Todesschattens unterwegs bist. Halt es dir vor Augen. Er ist dein Hirte. Und jetzt komme ich zum Letzten. Ich hoffe, ihr könnt noch eine letzte Runde. Wir kommen zum Freund. Freundschaft ist das ultimative Ziel deiner Existenz. Das sind immer diese ultimativen Begriffe, dieses, boah, höher geht nicht. Ich glaube, dass es wahr ist, wenn wir das sagen. Freundschaft ist das ultimative Ziel deiner Existenz.
Freundschaften mit Menschen gehören auch irgendwie dazu, aber in erster Linie ist es deine Freundschaft mit Gott. Wenn du dich mit Jesus beschäftigst in den Evangelien, wirst du ganz schnell merken, Jesus war ein Mann der Freundschaft. Und er war es, weil Gott ein Gott der Freundschaft ist. Weil da was verloren gegangen ist und das wiederhergestellt werden musste. Und somit will ich jetzt in die letzte Runde gehen und ich will dich herausfordern, währenddessen darüber nachzudenken, ob wir hier gerade wirklich von deinem besten Freund reden. Seid ihr ganz ehrlich? Okay? Jesus ist der Freund, der wiederkommen und uns holen wird. Die Johanneskapitel, ich sag mal ganz grob zwischen Kapitel 13 und 17, sind so schöne Freundschaftskapitel von Jesus. Und er sagt in Johannes 14, Vers 3, etwas, was mich die letzten zwei Jahre schon sehr begleitet hat. Er sagt zu seinen Jüngern, und er ist kurz davor zu sterben, wenn ich alles vorbereitet habe, nachdem ich zum Himmel aufgefahren bin, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit, und das ist sein Ziel, deswegen tut er das alles, nicht damit es dir endlich gut geht, nicht damit du endlich zur Erfüllung zu irgendetwas kommst, nicht damit es ihm irgendwie nur besser geht, sondern sein Ziel ist es, dass du bist, wo er ist. Und das ist das, was er will, von Herzen will. Das heißt nicht, dass ich jeden Morgen aufstehe und wie Dominik gesagt hat, Christsein fällt ja so leicht manchmal und jeden Morgen sage, ich freue mich so darauf, eines Tages bei Jesus zu sein. Nein, Christsein ist unmöglich. Ich habe oft keine Lust drauf, weil ich gar nicht an Jesus denke. Aber selbst wenn ich das nicht tue, sagt er, ich will trotzdem, dass du bist, wo ich bin, denn ich freue mich auf dich. Und ich werde wiederkommen. Das heißt, er sagt nicht, wenn ich wiederkomme, dann müsstet ihr eigentlich mir entgegenkommen. Ich habe ja für euch alles bezahlt. Er sagt, ich werde zu euch kommen. Also wenn du nicht vorher stirbst, wird dein Freund zu dir kommen. Und ein bisschen damit zusammenhängt, will ich dich fragen, ob du dich freust auf die Wiederkunft von deinem Freund, von deinem besten Freund. Oder ist es ein Ereignis, an das du gar nicht denkst, wenn dein bester Freund zu dir kommt? Ist das etwas, was dich unruhig macht? Wie denkst du über die Wiederkunft von Jesus? Jesus sagt, mein Ziel ist, dass ihr seid, wo ich bin. Das heißt, er wird die Herrlichkeit des Himmels für eine Zeit verlassen und hinuntersteigen. Und Liebe ist viel größer, wenn sie hinuntersteigt, als nach oben zu steigen. Denn beim Runtersteigen gibst du etwas auf. Und in Bethlehem ist nichts anderes passiert, dass Liebe runtergestiegen ist. Es ist viel schöner als alles andersrum. Er wollte da nicht aufsteigen, er hatte schon alles. Und er kommt runter und sagt, ich möchte, dass ihr seid, wo ich bin. Ich gebe euch meinen Namen. Und dafür gebe ich meinen Namen auf. Es gibt so eine Legende um Alexander den Großen, also der ist keine Legende, den gab es wirklich, aber es gibt so Geschichten, die sich um ihn ranken. Und es gab die Geschichte, oder gibt die Geschichte, dass es in seinem Heer einen Soldaten gab, der auch Alexander hieß. Aber dieser Alexander war nicht groß. Dieser Alexander war ein Feigling. Und das wussten alle in dem Heer. Alexander der Große hat diesen Alexander den Feigling zu sich gerufen und hat zu ihm gesagt, lege deinen Namen ab, wenn du nicht so sein kannst wie ich. So groß war Alexander also dann irgendwie doch auch nicht. Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Jesus sieht uns an und das ist wieder Evangelium und er sieht, du hast meinen Namen nicht. Auf deinem Rücken steht nichts. Und du kannst es dir auch nicht verdienen. Du kannst noch so viel kämpfen, wie du willst. Also gebe ich meinen Namen ein Stück weit auf, um dir meinen Namen zu geben und dir auf den Rücken zu kleben und dich mit Liebe zu verfolgen, bis du bei mir bist. Denn bis zum Ende hat er seine Jünger geliebt, so heißt es in Johannes 13. Er hat sie geliebt bis zum Ende. Bis zum Ende meinte bis zum Kreuz. Vorhin haben wir gehört, nach dem Kreuz ging es mit der Liebe weiter. Das heißt, es klebt an dir und wird davon nicht abfallen. Er gibt seinen Namen auf, um dir seinen Namen zu geben und dich in seiner Familie willkommen zu heißen. Liebe ist so groß, wenn sie runterkommt. Und das ist unser Freund, der dann sagt, ich freue mich auf dich, auch wenn du dich nicht immer so sehr freust. Aber ich will, dass du bist, wo ich bin. Und er hat alles vorbereitet. Übrigens macht er das seit 2000 Jahren. Es muss sehr schön werden im Himmel da oben. Was ist aber das Problem? Und damit will ich ein paar Dinge ganz kurz aufgreifen, die wir auch vorhin gehört haben.
Das Problem ist, dass kein Mensch in diese Freundschaft mit Jesus hineingeboren wurde. Das heißt, der Mensch lehnt sich von Natur aus weg vom besten Freund. Er lehnt sich weg vom besten Freund und deswegen sandte Gott Jesus, um aus Sündern Freunde zu machen. Das haben wir vorhin alles schon gehört. Es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Du wirst in deinem Leben, wenn du Menschen begegnest, wirst du immer entweder einem Freund von Jesus begegnen oder nicht. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt kein Ich bin Freund, nicht mit dem Feind, vielleicht auch nicht mit Jesus, halt mit mir, mit den Menschen, mit der Welt. Aber Jakobus sagt, du kannst nicht Freund der Welt sein und Freund von Jesus. Funktioniert nicht zusammen. Es gibt keinen dazwischen. Entweder bist du Freund Gottes oder du bist es nicht. Aber durch Jesus werden Menschen zu Freunden Gottes und dieser Freund, der sagt uns manchmal auch Dinge, die wir vielleicht nicht unbedingt hören wollen. Und da sind wir bei der Kapitulation, die wir vorhin gehört haben. In Sprüche 27, Vers 6, da heißt es, es ist besser, wenn der Freund, der Bruder uns schlägt, als wenn der Hasser uns küsst. Judas, der Kuss des Hassers. Aber es ist besser, wenn jemand dich schlägt. Und deswegen, wenn er es gut meint. Und deswegen ist Evangelium eine Botschaft, die zuerst sticht, bevor sie dich singen lässt. Das Evangelium ist eine Botschaft, die zuerst zusticht, bevor sie dich singen lässt, weil sie dich in die Kapitulation führt. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist gut, dass sie uns an diesen Punkt bringt. Und danach kannst du singen dein ganzes Leben lang. Psalm 108 ist es, glaube ich. Mein Herz ist fest und ich singe dem Herrn in meiner Seele, heißt es. Ja, nachdem ich das verstanden habe. Ich finde es so schön, dass da Seele steht. Meine Stimme ist nicht die beste und wenn ich mal nicht jeden Ton treffe, Hauptsache die Seele singt, das ist das Wichtigste. Meine Seele singt mein Leben lang, nachdem das Evangelium mich gestochen hat und zeigt, Simon, du brauchst jetzt diesen Retter, diesen Herrn. Und so beginnt Freundschaft. Und es kann sein, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, das kann nicht nur sein, es wird so sein, dass das Evangelium dich immer wieder sticht in deiner Heiligung. Und immer wieder auch vielleicht mal wehtut, aber jemand, der liebt, der kümmert sich um den, den er liebt. Und da haben wir einen Freund, der uns dann auch mal ziemlich deutlich sagt, was nicht läuft. Das werden wir uns gleich auch noch angucken. Fakt ist, Jesus ist unser Freund. Und an einer Stelle, sehr schön, Matthäus 11, Vers 19, da wird Jesus ganz konkret zum Beispiel als Freund bezeichnet. Interessant ist aber, dass er das von Leuten bezeichnet wird, die ihn hassten. Das heißt, dieses schöne Wort, das ihr hier lest, wo ihr sagt, ja, das ist doch herrlich, kommt als Anklage. Da sagen sie nämlich, seht, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Das war eine Anklage. Und Dane Ortlund sagt dazu, sehr schön, die Menge nannte ihn als Anklage einen Freund der Sünder. Doch diese Bezeichnung ist ein unfassbarer Trost für diejenigen, die wissen, dass sie Sünder sind. Dass Jesus ein Freund der Sünder ist, ist nur für diejenigen verachtenswert, die sich selbst nicht dieser Kategorie zugehörig fühlen. Mit Jesus ist dir ein Freund gegeben, der bei dir sitzt, obwohl er nicht zu dir passt. Und wenn das für dich eine Anklage ist, dass er so ist, dann hast du nicht verstanden, dass du einer von denen bist. Deswegen sagt Jesus, ich bin nicht für die Gesunden gekommen. In Klammern, es gibt sie gar nicht, aber sie denken, sie sind gesund. Ich bin für die gekommen, die verstanden haben, dass sie krank sind. Und jetzt werde ich dein Freund. Genau dieser Stelle werde ich dein Freund. Und das ist eine Definition von Freundschaft. Von echter Freundschaft. Echte Freundschaft sieht die hässlichsten Seiten deines Lebens, aber entscheidet sich zu bleiben. Wenn du mal das Experiment machen würdest, mach das immer wieder gerne, eine Woche lang ist über deinem Kopf eine Gedankenblase und alle, denen du in dieser Woche begegnest, können genau lesen, was du denkst. Ganz ehrlich, ich würde nach der Woche sehr liebe Menschen verlieren. Nicht, weil ich immer schlecht über sie denke, keine Sorge. Aber weil ich ein Sünder bin. Ich bin ein geretteter Sünder, ja. Aber ich bin ein Sünder. Ich habe mit Sünde zu kämpfen. So. Und jetzt wisst ihr alles, oh, das hat kurz wehgetan. Aber es ist ja nicht so. Keiner sieht meine Gedanken.
Na doch, da sieht jemand deine Gedanken, die ganze Zeit. Jesus sieht sie und er entscheidet sich jeden Tag, bei dir zu bleiben. Deswegen nochmal, nicht am Abend Gott loben für den Tag. Lob ihn am Morgen, dass er am Tag bei dir bleiben wird. Auch wenn du viel zu kämpfen hast. Und da sind wir wie bei der Heiligung. Ihr Lieben, das wird euch verändern. Deswegen werdet ihr Kämpfe gewinnen mit ihm. Weil wir uns ganz abhängig und dankbar dem gegenüber zeigen, der bleiben wird. Auch wenn ich heute Abend ins Bett falle und ganz genau weiß, dass dieser Tag nicht so verlief, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und das ist dieser Freund, der Zöllner und Sünder, der bleibt. Und das ist keine Anklage, das ist für uns eine schöne Sache. Und jetzt geht es aber darum, das im Leben auch zu zeigen. Denn, und das ist wichtig, ich will euch keinen weichgespülten Jesus vor Augen malen. Jesus ist unser Freund und es hat was ganz Festes und Wunderbares und Treues, bringt das zum Ausdruck. Aber er ist auch unser König und diese zwei Dinge stehen nicht im Widerspruch. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Vorsichtig, das ist nicht die falsche Reihenfolge. Wow. Nicht die falsche Reihenfolge. Das heißt, ihr tut Dinge und ihr werdet meine Freunde. Ihr seid meine Freunde, also ist es für euch absolut logisch, dass ihr tut, was ich euch sage. Das gehört zu dieser Freundschaft dazu. Jesus ist nicht König oder Freund. Er ist nicht nur Gefährte oder Herr. Er ist immer beides. Und deswegen ist Freundschaft mit Jesus nicht nur ein Privileg, an dem wir uns erfreuen sollen, sondern es ist für uns auch eine Verantwortung, die wir erfüllen sollen. Und ich bewege mich hier nicht auf dem Boden der Werke, die dich retten. Auch das haben wir genug gehört. Funktioniert nicht. Aber die Folge ist immer klar. Und ich weiß nicht, ob du deine Freundschaft mit Jesus schon mal so gesehen hast in diesen Gedanken. Das ist spannend. In 1. Samuel 20, Vers 4, da sagt Jonathan zu David, das ist eine der engsten Freundschaften, die wir im Alten Testament haben. Jonathan sagt zu David in 1. Samuel 20, Vers 4, was immer du sagst, ich werde es tun. Jonathan sagt zu seinem Freund, du bist mein Freund, ich liebe dich, ich versorge dich, wenn du Hilfe brauchst. Das, was du sagst, werde ich machen, wegen unserer Freundschaft. Und das ist nichts anderes, wie das, was Jesus hier steht, was Jesus hier sagt. Du kannst schnell bekennen, dass Jesus dein Freund ist. Aber ist er dein Freund, der dir was sagen darf? Denn Herr ist er die ganze Zeit. Und da geht es tatsächlich um Gehorsam. Es geht darum, ihn zu kennen. Ich kann nicht gehorsam sein, wenn ich nicht weiß, was er sage. Das lese ich hier drin. Ich lese, was er sagt. Und er gibt mir Einblick. Und dann geht es darum, die Frage, tue ich, was er sagt oder nicht? Und ich habe den Eindruck, manche Christen sind sehr zögerlich an der Stelle. Sie lieben Jesus, aber sie sind zögerlich, einfach zu tun, was Jesus ihnen sagt. Ich weiß nicht, ob ihr aus der Flugzeugsprache den Begriff, diese Redewendung Turn and Burn kennt. Kennt ihr Turn and Burn? Schon mal gehört? Okay, ich bin kein Flugzeugnerd oder so, aber schon ziemlich cool. Beim Turn and Burn passiert Folgendes. Da ist das Flugzeug auf dem Weg zur Startbahn und es biegt in die Startbahn ein und dann bremst es nicht, sondern es dreht auf die Richtung Startbahn, auf die Richtung, wo er startet und fährt dann sofort los. Kann man sich Videos angucken. Die drehen dann so rüber und dann geht es sofort los. Normalerweise stehen sie ganz lange da, ist ja logisch, dann muss man warten auf den Tower und dann wartest du und guckst und dann gehst du los. Bei Turn and Burn heißt es Umkehr, also drehen und losbrennen. Und so viele Christen sind so zögerlich und stehen auf der Startbahn ihres Lebens und lieben Jesus. Aber sie zögern nicht, sie turnen, aber sie burnen nicht. Turn, kehr um zu Jesus und dann brenne. Und brennen, sagt Jesus, ist einfach, tu, was ich dir sage. Burn, leg los, denk nicht so viel drüber nach, ich habe für dich nachgedacht. Versteht mich nicht falsch, ich schalte meinen Verstand dabei nicht aus, gar keine Frage. Aber wie lange warten wir manchmal? Auf was warten wir manchmal? Einfach zu tun, was mein Freund sagt. Wenn er doch so gut ist und alles für mich gezahlt hat, dann heißt es Turn and Burn. Los geht's. Und das wird was auch in deinem Kampf, und das hatte ich vorhin schon angedeutet, Seelsorge ist auch der Kampf mit Sünden in unserem Leben. Es wird was damit machen. Das richtige Verständnis unserer Freundschaft mit Jesus hilft uns im Kampf gegen Sünde in unserem Leben. Es hilft uns. Und Spurgeon sagt mal was sehr Steiles. Wenn Jesus für mich gestorben ist, kann ich mit dem Bösen, das meinen besten Freund getötet hat, nicht leichtfertig umgehen. Wenn Jesus dein bester Freund ist, wie leichtfertig gehst du manchmal mit
Sünde um. Und das ist etwas, das passiert schleichend. Wir werden so geschliffen, wir werden so abgestumpft in dieser Welt, ihr Lieben. So sehr, dass wir vielleicht einen Film gucken und sagen, ich würde das niemals machen. Aber ich lasse mich entertainen von Dingen, für die Jesus gestorben ist. Wie krank ist das eigentlich? Ich will jetzt nicht so viel über Filme, ich mag auch Filme und da gehört es dazu, dass Sünde in Filmen vorkommt. Aber ist es für mich Entertainment? Und bin ich dann selbstgerecht und sage, ich würde das niemals machen? Wenn wir leichtfertig mit Sünde in unserem Leben umgehen, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann haben wir etwas von der Freundschaft, von dem Verständnis der Freundschaft verloren. Aber je mehr du Jesus als dein Freund kennenlernst, wie wir uns jetzt kurz angeschaut haben, desto mehr wird es dir nicht leichtfertig durch den Kopf gehen, durch die Hände gehen, durch den Mund gehen. Wenn das dein Freund war, der genau dafür gestorben ist und er wird es wieder tun. Er liebt dich. Aber was macht das mit deinem Kampf gegen Sünde? Und deswegen, um da wieder anzuknüpfen, Kampf gegen Sünde beginnt damit, dass du auf Jesus schaust und nicht irgendwas besser machst, sondern auf Jesus schaust. Das ist diese Perspektive der Freundschaft. Und das wird was mit dir machen, das wird dich verändern. Und du wirst merken, der beste Freund ist Jesus, denn der höchste Akt der Freundschaft, den hat er schon bewiesen. Denn er sagt selber, der beste Freund, die größte Liebe bezeigt der, der stirbt für seine Freunde. In Klammern, ihr wart sogar meine Feinde, auch das haben wir gehört. Was macht das mit einem Kampf gegen Sünde? Ich glaube, das macht sehr viel mit uns. Und deswegen, und da will ich jetzt auf die Zielgerade kommen, wenn du an Jesus denkst, denkst du nur an Jesus, den Herrn, oder denkst du an den Herrn und an deinen Freund? Was ist der Unterschied? Wenn du, ich sag's mal so, nur Diener eines Gottes bist, dann gilt Folgendes für dich. Dem Diener wird gesagt, was er zu tun hat. Aber dem Freund wird auch gesagt, warum er es tun soll. Das Erste ist reine Religion. Das muss ich machen. Das muss ich machen. Das sagt Gott, das sagt Jesus, sagt meine Gemeinde. Und da kommen wir in ein ganz gefährliches Gewässer der religiösen Tradition. Und lasst euch das bitte sagen, und ich sage es mir selber, unsere Gemeinden sind nicht davor geschützt, in diese Fallen zu tappen. Deine Gemeinde und auch meine Gemeinde, in die ich gehe. Dass wir ganz schnell in einer traditionellen Spur sind. Wir haben vorhin von Religion gehört, um uns hochzuarbeiten. Das ist der reine Diener. Aber das sind Christen nicht. Christen sind Diener, aber sie sind auch Freunde. Und Freunden sagt Jesus auch, warum sie es tun sollen. Was ist die Motivation dahinter? Welche Liebe steckt dahinter? Es ist so cool, wenn ihr die Bibel aufmacht, Gott nimmt uns hinein in sein Innerstes, warum er Dinge tut, alles zu seiner Ehre. In 1. Mose 8 heißt es an einer Stelle, das finde ich so schön, da sagt Jesus, oder da heißt es in der Bibel, da sprach Gott in seinem Herzen. Und dann kannst du es lesen, was er da gesagt hat. Stell dir das mal vor, da steht nicht, da sprach Gott, und du kannst es hören, du kannst es lesen, da heißt es, da sprach Gott in seinem Herzen. Das heißt, Gott gibt dir sogar Einblick in sein Herz rein. Die ganze Jesus-Geschichte ist Einblick in Gottes Herz. Du bist ein Freund und du darfst wissen, warum du tun sollst, was du tust. Wenn jemand sich lustig über dich macht, weil du sexuelle Reinheit hochhältst, sagst du dann, ja, das muss ich tun, weil es steht halt in der Bibel. Oder sagst du, nee, da liebt ein Gott mich und der hat sich was dabei gedacht und der ist mein Freund und mein Freund meint es gut mit mir. Das ist ein Riesenunterschied, merkt ihr? Ein Riesenunterschied. Das ist Evangelium. Der Diener gehorcht, weil er muss. Das ist verständlich. Aber der Freund gehorcht, weil er will. Er muss es auch. Und er will es von ganzem Herzen. Auch das haben wir gehört. Das ist der Unterschied zwischen Diener und Freund. Und das bringt es irgendwie zusammen. Der Diener tut Dinge aus der Verpflichtung heraus. Der Freund tut Dinge aus der Freude heraus. Das wäre auch eine spannende Sache. Wie oft, wenn du Jungscher machst, gehst du hin, weil du weißt, es ist deine Pflicht. Und versteh mich nicht falsch, das ist auch irgendwo unsere Pflicht. Jetzt muss nicht Jungscher sein, aber im Reich Gottes dabei zu sein, ist keine Frage. Aber gehst du dahin, weil es die reine Pflicht ist oder weil du sagst, es gibt für mich nichts Schöneres, als Menschen, kleine Menschen zu Jesus zu führen? Tust du Dinge aus der Freude heraus oder ist es reine Verpflichtung für dich? Der Diener kommt, wenn er gebraucht wird. Der Freund ist immer willkommen. Der Diener wird gerufen. Wann bist du bei Gott? Ja, im Gottesdienst muss ich halt sein. Oder im Gebet.
Aber der Freund, der darf immer kommen. Der fängt den Morgen schon an damit. Der Diener bringt seinem Herrn das Essen. Wisst ihr, was der Freund macht? Der isst gleich noch mit seinem Herrn. Der Diener bringt ihm und der Freund bleibt sitzen. Und der Herr sagt, danke fürs Essen, jetzt setz dich zu mir. Wir haben Gemeinschaft zusammen. Der Diener fühlt sich zur Beziehung mit dem Herrn verpflichtet. Der Freund fühlt aufgrund der Beziehung mit dem Herrn, fühlt sich privilegiert. Es ist ein Privileg, sein Freund sein zu dürfen. Ein Riesenunterschied. Und die Frage, die ich dir stellen will, und die ist ganz persönlich. Genießt du schon die Freude einer solchen Beziehung zu Jesus? Und ich betone genießen, denn ich habe den Eindruck, dass wir darauf selten einen Fokus legen. Wir wollen wissen, was wir praktisch tun sollen. So viele gehen aus unseren Gottesdiensten und sagen danach, Simon, was soll ich jetzt praktisch machen? Das war so theoretisch. Ja, Praxis ist gut, aber genießen hat erstmal nichts mit etwas Praktischem zu tun. Wenn du aus dem Gottesdienst rausgehst und du hast das Evangelium gehört, wie du es jede Woche hörst, bist du dann enttäuscht oder sagst du, ich habe es genossen? Wenn du einem Inuit, der arktische Kälte gewohnt ist, einen Gutschein für einen Urlaub auf Hawaii schenkst, wird er am Strand stehen und fragen, was soll ich jetzt praktisch machen? Der wird genießen, die Sonne genießen. Genießt du diese Freude einer solchen Beziehung? Und dann, natürlich kommt dann die Praxis. Du hast einen Auftrag in dieser Welt. Dein Freund gibt dir einen Auftrag. Ausnahmslos jeder Mensch ist ein Evangelist der Dinge, die er liebt. Jeder. Jeder Mensch, ob Christ oder nicht Christ, ist ein Evangelist der Dinge, die er am meisten liebt. Ich kenne viele Menschen, die sind Evangelisten des VfB Stuttgart. Es ist so. Und du kannst selber überlegen, für was bist du ein Evangelist? Und wenn dieser Freund etwas ist, der ist, den du am meisten genießt, in dieser Fülle genießt, wirst du ein Evangelist von diesem Freund sein. Das wird dich in die Praxis führen. Es ist genießen und es ist Evangelist sein. Für den, der dein Hirte, dein Bruder und Freund wurde. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich bete mit uns noch zum Schluss von dieser Einheit. Herr Jesus, ich danke dir sehr, dass du Bruder, Freund und Hirte bist. Und ich bitte dich, dass wir lernen, das zu genießen und die Freude daran zu gewinnen und immer mehr zu gewinnen, Jesus. Deine Gnade ist jeden Tag neu. Deine Gnade als Bruder, Hirte, Freund. Und wenn sie nicht neu wäre, wären wir alle aufgeschmissen. Und deswegen danken wir dir, bevor das Tal kommt, bevor der Tag beginnt, bevor der Rest unseres Lebens nach diesem Tag noch vor uns liegt. Amen. Amen. Ich danke euch.